meine Lieben, herzlich willkommen in Semnes und herzlich willkommen bei Avonacho. Na toll. Da kommt eine Hit angeflitzt. Na warte. Da habe ich ja genau im richtigen Moment eingeschaltet. Na, sie haben mich aber nicht. Das ist schon mal gut. Die sollen jetzt mal einfach weiter wandern. Ich habe mich eben links und rechts hochgegraben. Und habe, wie ich mich dann nach links, also von hier aus gesehen, nach links hochgegraben habe, dabei habe ich den Schatz gefunden. Ich habe mir aber noch nicht aufgemacht. Das mache ich dann gleich mit euch. Ja, der Hund, der ist schon eine ganze Weile da. Wendy ist auch noch dazu gekommen. Deswegen gehe ich jetzt nicht hoch, sondern erst mal 4 Uhr haben. Wobei jetzt die Horde natürlich auch noch erscheint hinzukommt. Und ich habe nur noch 15 Schuss. Und ich habe noch ein paar Punkte verteilt. Und zwar uns hier mal einen Markierungspunkt auf dem schnellsten Weg rausgesetzt. Und Pillen gefressen. Hier habe ich einen hingetan, glaube ich. Hier habe ich 2 hingetan. So ist richtig. Will jetzt die ganze Ecke... Das soll einfach weitergehen. Gut ist... Mann, und das lasse ich mich malen. Ich habe jetzt keine Lust auf Zombies. Ich will jetzt gleich einfach nur laufen. Laufen, laufen, laufen. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt den Tag 34 haben und ich mir die Infektion am Tag 33 geholt habe, entweder sind jetzt 24 Ingame-Stunden oder das geht von einem Tag auf den nächsten. Jetzt habe ich nicht so viel Kram. Das heißt, ich werde gleich direkt eine Antibiotika nehmen. Wenn wir da ist irgendwie der Hund. So, das könnte aber eventuell sein. Ja. Der ist genau in die Laufrichtung. Na toll, vielleicht kommen wir trotzdem irgendwie dran vorbei. Ah, er hat auf jeden Fall kaputt, was er kaputt kriegen wollte. Dann könnte er ja weglaufen. Einfach so. Wäre ja gut. Und wir können jetzt gleich auch nämlich laufen. So, ich denke mal, ich baue mich jetzt gleich erstmal kurz ein wenig hoch. So, da ist der Schatz drin. Da habe ich mich auch hochgebügelt. Hier einmal so ein bisschen. Da hat es nicht funktioniert. Aber hier hat es funktioniert. Da ist er. Ja, Steine habe ich alle, wie ihr seht, schon mal rausgeschmissen. Was ist denn das? Raketenwerfer schafft. Ich glaube, hat alles reingepasst. Wie schön. Dann können wir uns jetzt einen kompletten Raketenwerfer machen, oder was? Ja, das habe ich gebraucht, weil ich auf der anderen Seite, deswegen bin ich dann nach hier gegangen. Auf der anderen Seite hatte ich mich nämlich schon durchgebuddelt. Da. Da habe ich mich schon durchgebuddelt nach oben. So, jetzt wollen wir erstmal gucken. Am besten. Das ist auch doof jetzt, aber so. Ja. Erstmal so. Okay, die sind beide da unten. Das finde ich jetzt aber unschön. Ich würde auch ganz gerne die Friends wieder wegnehmen. Wo ist er denn? Da ist der Hund. Ja, den werden wir schon mal los. Naja, oder auch nicht. Der packt sich jetzt in einer halben Stunde da rum. Das ist ein Kriecher. Der ist ja wurscht. Toll. Der ist schon mal weg. Jetzt noch den Hund. Irgendwie. Einmal getroffen. Das ist doch unmöglich. Vor allen Dingen. Jawohl. Okay. Dann ist jetzt alles gut. Können wir alle wieder einpacken. Ja, nee, ist klar. Ich hau einfach mal ab. Shit, was auf die Frames.
Laufen. Laufen, bis der Arzt kommt. Am besten da lang. Da komme ich schneller hoch. In der Hoffnung, hier kommen jetzt keine Hunde mehr. Ich habe nur noch 15 Schuss. Das reicht für maximal 2 Hunde. Wenn ich aufhöre zu zielen. Könnte nämlich auch sein, dass es daran gelegen hat, dass ich sie nicht getroffen habe. Aber ich will es mal nicht hoffen. Und Wasser verbraucht er. Ich habe nur 3 Wasser. So, lauf, 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 lauf. Einfach weg. Och, da ist ein Haus. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die Zombies, die sind da eben schon da alle angekommen. Der Hund scheint weg zu sein. Zumindest höre ich ihn gerade nicht mehr hinter mir. Das ist schon mal sehr gut. Ich laufe jetzt aber auch einfach nur. Ich gucke nicht mehr. Ich will die Sachen nach Hause bringen und dann ist gut. Und dann kommen wir wieder. Wow! Das war einmal Boom. Das war ein ganz blödes Boom sogar. Aber nicht direkt unter mir. Das war jetzt mal gut. Ich glaube, sonst wäre ich nicht mehr da gewesen. Oh. Das ist nur ein Huhn. Ich habe hier doch ein Nest gesehen. Wo denn? Ach da. Ja, jetzt können wir weiterlaufen. Oh, da ist noch ein Nest. Wo ist denn? Ich höre schon wieder einen Hund. Ja, toll, direkt vor mir. Lauf erstmal. Noch ein Pillchen. Na super. Wo geht's denn hier lang? Wo ist mein Pfeil? Egal, da geht's lang. Da sehe ich grün. Und dann gehen wir direkt durchs Wasser. Der Hund ist immer noch hinter mir. Oh, und da ist noch einer. Der hat mich jetzt... Verdammt! Das gibt's doch wohl nicht. Ab ins Wasser, los. Na, lauf schon. Ich hab extra, bin ich jetzt nicht gelaufen. Und ich breche mir trotzdem die Knochen, weil er natürlich runterfällt. Mann, so was Blödes. Und noch ein Hund. Jetzt habe ich eh schon gebrochene Knochen. Und ab ins Wasser, ab ins Wasser. Und tschüss. Hehe. Erledigt. Ja, da unten kannst du mir nichts. Und du folgst mir sowieso nicht bis hinten hin. Außerdem kann ich dich ja auch. Gleich. Ja, tief genug bin ich. Na? Ah, da bist du. Dann bin ich nämlich dich erstmal los. Und dann ist auch gut. Ja. Das war dann der gewesen. Habe ich noch genug Stoff für einen Splint? Ah, da ist ein dusseliger Zombie. Der interessiert mich gerade nicht. Splint. Ich muss mal wieder nach oben. Und dann geht es jetzt erstmal dorthin. Da vorne können wir schon wieder an Land. Und hier möchte ich jetzt erstmal gerade nicht an Land. Auch gut. Boah, alter Schwede. Das war mal richtig knapp. Aber so richtig, richtig. Aber zumindest haben wir jetzt alle 3 Schätze durch. Und schon wieder nichts mehr zu trinken. Wieso verbrät er jetzt so enorm viel zu trinken? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ganz ehrlich nicht. Wir haben noch nie so viel zu trinken gebraucht wie jetzt. Jetzt sollte ich hier soweit sicher sein, ne? Das ist schon mal gut. Junge, Junge. Da war mal richtig ordentlich was los. Hä? Bleib oben. Was willst du denn da unten?
Na, die Gläser, die ich habe jetzt, die fülle ich jetzt einfach direkt wieder auf und gut ist. So, da ist, glaube ich, das ist auch so ein Stück. Auch aufpassen. Wo habe ich denn überhaupt meinen? Ach, da hinten habe ich meinen Pfeil, okay. Stimmt, hatte ich ja erstmal nur rausgesetzt. Ne? Boah, das war aber Katastrophe. Da seht ihr, ich bin halt ich, ne? Und dann ärgere ich mich zwischendurch auch mal. Aber das kennt ihr ja von mir. Ja, daran müssen die echt arbeiten, dass die Hunde da vernünftig laufen können und nicht so rüberbacken. Sonst kann man sie einfach nicht vernünftig abschießen. Und dann macht das keinen Spaß, in solchen Gebieten rumzulaufen. Weil erst backen die Hunde dumm rum und dann sind sie plötzlich direkt hinter oder vor einem. Ist dann ein wenig doof. So. Das nehmen wir auch noch mit. Wir können ja. Das kann wieder aus. Und Home ist dort. Dann wollen wir da jetzt mal hin. Noch ein bisschen Dingens habe ich mir noch mitnehmen können. Den Stein brauchen wir nicht. Erde? Naja. Noch ein paar rohe Diamanten und noch ein bisschen Gold. Hat sich das ja soweit gelohnt. So, die können wir erstmal fertig machen. Und davon brauchen wir dann jetzt wieder ein paar Ersatzdinger. Was ist denn das? AK-47 Teil, auch nicht schlecht. Junge, Junge, Junge. Boah, das war aufreibend. Schon so ein bisschen. Ah. Ja, nee, ist klar. So. Da musst du nicht gleich einen Kopf in den Sand stecken, Madame. Oder in diesem Fall im Leben. Das musst du einfach mit ein bisschen Humor nehmen. Beinweisert. Wenn ich doch schon mal hier bin, dann kann ich mir doch eigentlich auch die Ressourcenstange mitnehmen. Jetzt kann mir erstmal nichts mehr passieren. Das ist ja alles wieder gut. Und der Tag ist auch vorbei. Dann können wir jetzt hinten noch ein bisschen arbeiten. Einiges ist da ja noch zu tun. Und mittlerweile, wie viel von den, ich glaube 150 dürfte ich jetzt insgesamt haben. Von den Bars. Ich denke mal schon. So, den nehmen wir auch noch mit, weil er hier gerade so schön rumliegt. Dann hat sich der Ausflug wenigstens ein bisschen mehr gelohnt. Da liegt ja auch noch einer. Die da hinten, da laufe ich jetzt nicht hin. Wir haben auf dem Rückweg noch so viele. Ich könnte aber mal... so machen. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt so viel verbrate. So viel Platz. Aber es wäre ja schön. Weil bedeutet halt noch sehr viel Material. Also Eisen. Oh. 7 zu 9. So, und die beiden. Vielleicht finden wir noch welche. Hier zum Beispiel. Ne, aber die Eier nehmen wir auch mit. So ist ja nicht. Na, Stein haben wir ja wirklich mehr als genug. Das ist ja die Kiste. Dreiviertel voll mit. Und von daher schon mal nicht so das Problem. Aber solche Sachen hier, die können wir sehr gut brauchen. Und immer noch den Umweg über die Schmiede, einfach aus dem Grund, weil man dort dann deutlich mehr rauskriegt. Ich meine, das ist dann 1 zu 5. Und das ist ja so schlecht dann nicht. Ich glaube, so war das, ne? 1 zu 5.
So, da haben wir noch drei. Oder vier. Drei, vier. Was ein Terror da hinten. Diese alten Viecher. Und das sind wirklich eine Menge Hunde, ne? Ich glaube, die Horde, die Hundehorde, die habe ich nicht gesehen. Das waren einfach nur, oder die kommen da nicht rein, weil da eh schon so viele Hunde sind. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber das kann ich mir irgendwo nicht so ganz vorstellen. Normale Horde, ja, die haben wir ja, wie ich eingeschaltet habe, haben wir die noch mitgekriegt. Aber die war ja auch relativ schnell durch. Ich habe doch einen Poncho an. Jetzt wollte ich mal gerade einen Poncho ausziehen. Warum? Wieso haben wir 33 Grad? Ah, Kinders. So, ah, ich glaube, ich habe noch andere Sachen an. Die ich, nee, da muss ich hin. Und, ja. So. Deswegen. Habe ich total vergessen. Nein, nu ist gut, ne? Nu, beruhig dich mal. Ich habe dich schon ausgezogen und dann kannst du... Alles gut. Also nicht immer hier rummeckern. Auch mal einfach mal warten. Das nehmen wir auch noch mit. Da werde ich wieder so schwer, ne? Kann ja wieder so schlecht schwimmen. Da gehe ich unter wie ein Stein mit dem Stein. So, was haben wir denn? 888. Doofe Zahl. Kostet ja einen Schnaps. Soll jetzt nicht mehr. Ist ja manchmal besser. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge bin ich denn jetzt. Biggie, du hast Glück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, wir sind schon bei Samstag. Der liegt hier immer noch drum rum. Den hatten wir schon. Ach, hier sind auch noch ein paar Steinchen. Warum nicht mal mitnehmen? Da bügeln wir nicht dumm in der Höhle rum. Und haben trotzdem wieder genug Eisen. Also mit der Stahlachse, da geht das ja auch schön schnell. Von daher ist das ja alles kein Problem. Aber trotzdem, ich hätte nichts dagegen, wenn das noch ein bisschen schneller gehen würde. So ein Schlag, Volldynamik. Die da oben, die hat es eilig. Oben links. Die da. Oh, jetzt gerade nicht mehr. Jetzt hat es wieder eilig. Die sucht Nussloch. Ah, da oben ist noch einer. Zwei Stück noch. Dann sind wir hier durch. Machen wir die auch erstmal alle weg. Spawnen die eigentlich an dem gleichen Punkt nochmal nach? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das eine Feld abgeräumt hatte oder nicht. Das habe ich gar nicht im Kopf. Über 1000 haben wir schon wieder. Da vorne das Feld noch mitnehmen. Und dann ist gut. Müssen wir schon wieder durchs Wasser. Das sah auch komisch aus mit dem Schatten, ne? Du bist nass. Ja. Wenn ich ins Wasser gehe, bin ich nass. Das hat sowas von der Logik. Von einer gewissen. Ah, da haben wir noch zwei Felder. Dann anderen sind auch noch zwei Steinchen, drei Steinchen drauf. Und da sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich das richtig sehe. Erstmal Treppchen steigen. Na, geh schon. Kommen wir doch viel schneller rum. So, dann soll die gleich wieder trocken sein. Jetzt verbraucht auch nicht mehr ganz so viel Wasser. Das scheint an der Gegend zu liegen. Wieso braucht er in dieser Gegend so viel Wasser? Will sich mir gerade nicht so ganz erschließen.
oder so, dass wir wegen dieser, dass eine atomare Verseuchung ist und da für dann entsprechend auch die Kleidung. Nutzt mir halt nur nichts, wenn die Kleidung dann auch noch ohne Ende wärmt. Weil dann kann ich mir aussuchen, entweder ich atme die atomare Luft ein oder mir wird ein bisschen warm. Ist ja auch doof. Nein, umgekehrt. Entweder ich atme sie ein oder und bleib kühl genug. Oder ich atme sie nicht ein und mir wird ein bisschen warm. So rum ist richtig. Und das ist ja dann doof. Ja, nehmen wir doch, Also das würde ich schon ganz gern mitnehmen. Und das kann ja dann weg. So. Jetzt habe ich noch Platz für Eisen und dann ist gut. Wir haben auch schon wieder 20 Minuten rum, meine Lieben. Das heißt, wir machen an dieser Stelle jetzt einfach mal Feierabend. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne einen Daumen hoch da, diskutiert fleißig und dann hören wir uns nämlich in der nächsten Folge wieder. Das wird allerdings sein, wenn ich die Sachen soweit weggepackt habe und mir eben Antibiotika reingeschmissen habe, weil ansonsten, ich sag mal, einfach Zeitverschwendung. Ich werde ja hier nur diese 2-3 Steinchen mitnehmen und dann, ja, dann kriegen wir halt wohl hin. Also, bis dahin. Bye, bye.